Bürger von Hidden Wells. Electris, bist du es auch wirklich? Ja, leibhaftig. Ich hoffe, du löscht das Licht, wenn du ein Zimmer verlässt. Das tue ich. Nicht, aber bald. Ich habe gehört, du hast was von mir gefunden. Ja, ja, deine Peitsche. Komm rein, meine Königin der Hochspannung. Wow, du bist echt ein Riesenfan von Electris, also von mir. Natürlich, du bist meine Heldin. Ich komme gleich wieder. Ich habe deine Peitsche für den Fall, dass den Erzfeind Blackout kommen sollte, versteckt. Da ging dir ein Licht auf, Bürschchen. Wir wollen nicht in seine Fänge geraten. Du meinst ihre? Ich meine ihre Fänge. Funkenangriff! Wow, Max, abgefahren, dass deine Handschuhe funktionieren. Glaub ich selbst kaum. Hauptsächlich bestehen sie aus Teilen deines Laptops. Ich hoffe, er kommt bald zurück. Ich krieg die Krätze, wenn ich überall Moms Gesicht sehe. Nicht nur ihr Gesicht, das hier ist buchstäblich ein Schrein. Dieser einsame Loser hat Moms Gesicht auf das Cover des Superheldenmagazins geklebt. Nein, Max, ich glaube, das ist echt. Ich glaube, dass alles echt ist. Electris schließt Roboterarmee kurz. Electris rettet Weißes Haus und bringt einen Weihnachtsbaum zum Leuchten. Wie hat Mom das hingekriegt? Sie verzweifelt schon am Thermostat. Und deswegen nehme ich jetzt meine Peitsche. Sorry, noch eine allerletzte Frage. Was wurde aus deinem Sidekick? Ich hatte einen Sidekick? Oh, mein Sidekick. Ich habe ihm die Story gerade erzählt. Erzähl sie ihm nach. Frag mich doch nicht. Bevor wir in die Vollhonk-Höhle kamen, hielt ich sie für Dads Sidekick. Und noch mal ein Funkenangriff. Oh, sorry. Du bist nicht die echte Electris. Ihr Lügner. Piggity, Puggity, Peitsch. Das Ding wird instabil. Drück die Daumen, dass es nicht funkt. Das würde bedeuten, dass die Waffe explodiert. Und es funkt schon. Hallo, ihr Idioten. Gerade habe ich meinen Dad angerufen und sobald er nach Hause kommt, habt ihr beide mächtige Probleme. Cedric, du musst uns freilassen. Wir glauben, dass die Peitsche explodiert. Wieso sollte ich euch das abkaufen? Ihr lügt mich doch ununterbrochen an und das seitdem wir uns kennen. Du hast absolut recht. Fangen wir neu an. Ich bin Monika und das ist Ross. Und du kennst uns doch kaum. Wir könnten sogar die Kinder von Electris sein. Bitte. Es ist unmöglich, dass Kids mit so einer coolen Mutter wie Electris keinen Plan haben, was sie so gemacht hat. Er hat recht. Wir sind furchtbare Kinder. Bist du, finde ich auch. Ah. Mom ist eine beeindruckende Superheldin und so ein komisches Kind weiß mehr über sie als wir. Ist es ein Schock, mich zu sehen? Electris! Echt obercool! Wie hast du mich gefunden, meine aufgeladene Göttin? Vermeiden wir lieber Albernheiten. Dank meines hochaktuellen Homecomputers konnte ich meine Peitsche hier orten. Danke, junger Mann. Du warst ein heldenhaftes Licht in der Dunkelheit. Electris? Diese Poser da sind doch nicht wirklich deine Kinder, oder? Meine Kinder? Auf keinen Fall. Meine Kinder würden nie so gedankenlos sein. Nicht ihre Geheimidentitäten und das Allgemeinwohl riskieren, nur um ein paar Mücken zu machen. Wusste ich's doch. Aber ich sorge schon dafür, dass sie die Früchte davon tragen werden.